Und willkommen zurück. Wir springen in Dol Guldur rein. Gut, stürzt nicht ab. Sehr schön. So. Dol Guldur. Wird ein bisschen nervig, wird aber schon gehen. Wenn ich es unter 10 Minuten schaffe, bin ich gut. Verdammt gut. Wenn ich es unter 15 Minuten schaffe, bin ich anständig. Und alles, was drüber geht, ist gigapeinlich. Also schauen wir mal. So. Genau. Eigentlich kann Gothmog doch mit einer Truppe. Das irgendwie so machen. Hier könnte zum Beispiel schon mal anfangen. So. Gut, hier müsste ich eine Todeswirtschaft des Gigatoders hinkriegen. Wow. Gut. Okay. So. Machen wir mal so rum. Ein Leuchtfeuer. Hoch mit euch, ihr Maden. Schaut schon nice aus, ne? Aufpassen, du. Achso, ich wollte ja hier noch. Voll vergessen, dass ich hier noch weitermachen muss. Yeah, die guten, dummen Handyspiele. So. Das ist nämlich gerade ein kleines Event. Der schafft es nicht, die zu one-shotten. Weiß man. Alles weg, Piu Piu. So, noch mehr Orkbogenschützen. Ganz schön kräftiger Damage, ne? Noch mehr Spinnen, wenn ich so weiter farme, sind bald alle Spinnen tot. Da ist noch was. Die machen gut Damage, ja. So, ich habe das Auge. Haben die Orks? Ne, die Orks haben das Auge nicht. Das hätte auch keinen Sinn gemacht. Okay. Da mag jemand Feuer und Schatten, habe ich das Gefühl. Da simpt jemand für das Land der Feuer und Schatten. Habt ihr das mitbekommen? Dann muss ich halt mehr Schlachthäuser bauen. So. Ja, Gollum. So. Die Zitter. Oh, Katapulte. Wie doof. So.
Okay, weiter geht's, weiter geht's. Kämpfen, 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 schnämpfen. Hallo? So, und Katapulte bauen. So. Ich will natürlich eine Mega, Giga, Super, Hyperwirtschaft. Aber da bin ich noch ein bisschen weit weg, habe ich das Gefühl. So, kämpf mal. Was war denn Belagerungswerke? G. Ja. Ich weiß nicht, wo die Armeen sind. Der stirbt jetzt. Ha! Oh mein Gott, was für ein Kacknapp! Das ist ja gigaschlecht. Jetzt ist der da echt gestorben. Ja, schade, halt kein Gothmog mehr, ne? Tja. Ja, ich müsste jetzt langsam anfangen, den anderen Bums zu bauen. Sägewerke muss ich jetzt bauen. Und zwar einen ganzen Haufen. Na komm. So. Achso, ja. Ein gerufenes Spinnennest. Ja, weil wir zu wenig Rohstoffgebäude haben. Irgendwie. Weiß auch nicht warum, aber es ist so. Jetzt hat's hier echt Spinnen. Zur Hölle! Ganz schön aggressiv. Ganz schön aggressiv. So. Ja, wenn der jetzt hier oben angreift, muss ich das natürlich irgendwie verteidigen. Das ist klar. So. Kann ich das verhindern? Weiß ich nicht. Weil die Vision ist halt wirklich gut. Ne? Die Vision ist wirklich gut. Ja, ich will das aber nicht. So. Okay, ja, passt schon. Schön. Alter, wie viele Schlachthäuser brauche ich denn noch? Ist ja heftig. Na gut, passt schon. Ist in Ordnung. So, Spinnlies. Meins. Alles meins. So, Barrikade bauen. Wir gehen auf die Barrikaden. Was auch immer das heißt. Oder warum es so heißt. Keine Ahnung, ob es ist. 1000? Nee. Das kann ich mir, will ich mir nicht leisten. So. Jetzt wird's langsam, oder? So, und Angriff. So. Rums. Ah, die Spinnen sind so schnell, dass die Katapulte da komplett daneben schießen. Ich weiß nicht, was besser wäre, wenn die Katapulte versuchen, dorthin zu schießen, wo die Einheit sein wird, wenn das Geschoss dort trifft. Wo es trifft. Weil dann könnte man mit Stopp besser Micron. Oh, ja. Schwierig zu sagen. Ich glaube, die ich glaube, diese Argumentation oder Diskussion habe ich schon mal mit mir selbst geführt.
Aber ihr habt ein Katapult. Und ihr habt eine Einheit, die läuft. Und das Katapult schießt auf den Punkt, wo die Einheit ist, wenn das Katapult schießt. Also schießt, die Einheit ist da. Und es schießt dorthin, wo die Einheit gerade ist. Dahin schießt es. So, die Einheit läuft natürlich weiter. Das heißt, es wird nie treffen, wenn die Einheit rumläuft. Wenn das Katapult von der KI dorthin schießen würde, wo die Einheit mit aktueller Geschwindigkeit sein wird, wenn das Geschoss, das abgeschossen wird, landet. Das heißt, die Einheit ist da, läuft, und das Katapult schießt nicht auf die Einheit, sondern auf den Punkt, wo die Einheit sein wird. Dann könnte man Micro, indem man sagt, stopp, oder andersrum gehen. Ne? Ich glaube, das wäre besser, weil so schießen die Katapulte und treffen nie gegen Automove, was schade ist, weil du hast Autofeuer, wird von Automove gecancelt. Das heißt, du musst die Katapulte manuell steuern zum Treffen und das ist halt nicht so geil. So, und jetzt habe ich so viel gelabert, dass ich irgendwie keine Einheiten mehr habe. Oder was geht hier ab? Will mir das mal jemand erklären? So, die Katapulte sterben jetzt alle, oder wie? Na, ganz toll. Schade, war teuer. Ah, der Wächter auch noch, ja klar. Aber vielleicht kommt dann das Katapult wenigstens weg. Ja, unwahrscheinlich. Gut, man sollte halt auch ein bisschen spielen und nicht nur irgendwelchen Schwachsinn labern. Ja. Aber na gut. So. Gut. Passt, oder? Müsste passen. Gut, 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 gut. Schön. So, hinter. Na also, geht doch. So. Boom, Balrog, in your face. So, den kann man auch noch töten. Wumps. So, dahin laufen. Das da machen. Wumps. Und wumps. Und wumps. Und wumps. So, schön weiter wumpsen. Kannst du ins Gebäude oder. Ne, dann bock da rum. Okay. Na gut. Wieso machen die jetzt hier den Schwachsinn kaputt? Hallo? Zerstört alles, das gefällt mir gar nicht. So, mach's nochmal kaputt. Schon krass mit so einem Flammenschwert, ne? Gut, Festung schafft er natürlich nicht. Macht aber auch nichts. Ja, macht's mal, Leute. Katapulte, Katapulte. Ah, geil, jetzt hat der seinen Ballrock gerufen. Aber defensiv, das ist ziemlich egal. Weil da kriegt er gar nichts hin. Also ein defensiver Ballrock ist nie gut. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. So.
Gut, sobald er das eingenommen hat, klicke ich da drauf. Das müsste dann selber laufen, dass die das da angreifen. Wir werden halt hier die ganzen Leute töten. Ja. Naja. Sei es wie es ist. Ja, natürlich. Cool. Interessant, dass sein Balrog so viel später kam als meiner, ne? So. Schaffen die das, die Spinnen, oder nicht? Ist schon sehr knapp. Aber es passt. So. Gut. Okay. Hab ich eine krasse Produktion, Leute. Schaut euch das an. Ist doch echt heftig, oder? So, weh, ich nehme jetzt nicht auf. Ja, dann halt nicht. So. Passt, oder? Er hat einen Konterkatapult irgendwo. Wo auch immer das ist. Da war doch gerade ein Feuerball. Ach da, ein Kontermagier. Ja, der ist schlecht. Buff, bumm. Das wirft alles nieder. Jetzt muss ich werfen. So. Aus der Grube strömen. So, wie viel machen die jetzt? Der macht 26 geboostet, der macht 10. Das ist nicht so viel. Na gut. Schwupp, schwupp, schwupp. So. Und jetzt einfach. Einfach rein und bumm. Ich habe auch keine Feuerpfeiler, ne? Die fehlen mir auch noch. Na gut. So. Richtig schönes Ausbildungslager. Gut. Also, ich habe es nicht innerhalb von 15 oder 10 geschafft. Ich werde es nicht mal innerhalb von 20 schaffen. Deswegen, ja, schlecht. Sehr schlecht gespielt. Ja. Gut, der Balrog hat mich nochmal weit zurückgeworfen, muss man dazu sagen, aber ist eine schlechte Entschuldigung. Ist einfach eine billige Entschuldigung. Hat er das eingenommen? Tatsache. Ja, die können das hier einnehmen. Viel Spaß damit. Muss das so sein? Ha, die stehen da rum. Kriegen nur aufs Maul. Auch lustig. Naja. Ey, da jetzt ein Pfeilhagel oder sowas, ne? Oder ein... Aber sie hinten da halt rein, ne? Ist tatsächlich einfach so. Das ist ja so lost. Gut, holen wir uns die da. Auch sehr cool, dass sie da zwei verschiedene oder mehrere Voicelines haben, für dass der Heratenpalast fertig ist. Finde ich auch interessant. Also da merkt man sich halt, dass man sich schon ein bisschen Mühe gegeben hat mit dem Spiel, weil man hätte auch einfach noch eine Voiceline machen können. Ne, man hat mehrere gemacht. Ne? Gut, das war jetzt zweimal das gleiche. Aber so insgesamt, ich finde das eigentlich immer cool. Weil es kostet halt doch auch was, diese Voiceline zu machen. Ne?
Das ist einfach so. So. So, erweitern, erweitern. Da warten wir noch. Obwohl, wir können zwei Rammböcke bauen, das passt. Ja, wir warten. So. Na, hier wird gut gebumst. Ne? Aha, hier hat's Fieslinge. Na, ganz toll. Whatever. Solange er bald kaputt geht, ist das alles egal. Und Bums. Immer auf den Bauschmeister. Ja, das sind 5. 6 sogar. Nicht schlecht. Upsi! Oh oh, das tut ja weh. Ist alles egal, was wir jetzt hier einnehmen. Oder zerstören oder wie auch immer, interessiert mich. Ich habe genug Geld. So. Passt. Feuerpfeile noch. Haben wir noch Bogenschützen irgendwo? Irgendwo noch Bogenschützen? Nicht wirklich, ne? Ja, doch ein paar. So. Die brauchen nicht gedingst werden. Bringt nichts. Lauft! Oh, die Nazgul. Die rennen da gut durch. Da kommt der Wächter noch. Schöner Endscreen! Schöner Endscreen! Na gut. Ne? Hat eine ganze Episode gedauert, der Bums. So, alles abklicken. Ich darf natürlich wieder nichts behalten. Auch wenn ich das gerne wollen würde, aber ich darf nicht. So. So, vorhin hatte ich keine Lust. Jetzt will ich eigentlich gerne noch weitermachen. Erstmal speichern. Ne? Erstmal schön speichern. Gut. Okay. Heyo there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions, put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care, bye bye.